Lycopas Leergutautomat, denn wir ziehen nur Flaschen an. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer fantastischen, vielleicht auch cola-stischen Folge von unserem Minecraft Throne Wars mit Daniel, Logo und natürlich mit mir, eurem Game Flummi, dem Lycopa. Ja, liebe Freunde, heute habe ich noch was ganz Tolles mit euch vor, denn heute werden wir gemeinsam ein richtig gefährliches Gefängnis in Minecraft bauen mit einem ultra starken Magneten, mit dem wir alles und jeden einsperren können. Des Weiteren werden wir heute viel zu starke overpowerte Werkzeuge testen, mit denen wir unsere Mitspieler komplett vernichten werden. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe ganz, ganz vieles geplant. Das wird echt eine fantastische Folge. Ja, die Folge ist generell ziemlich besonders, denn obwohl diese noch gar nicht richtig begonnen hat, haben wir bereits gemeinsam Logo so richtig getrollt. Was ist passiert? In der letzten Folge haben wir eine ganz tolle Trollparty für Logo veranstaltet. Ja, wir haben Trollluftballons aufgeblasen. Wir haben seine komplette Base verunstaltet. Ja, ich werde es am Ende nochmal verlinken. Das kam richtig gut bei euch an. In der besagten Folge habe ich dazu aufgerufen, dass wir als Team Lycopa Logo gemeinsam trollen, indem ihr in seinen Kommentaren ihm zum Geburtstag gratuliert, obwohl er gar nicht Geburtstag hat, um seine Zuschauer komplett zu verwirren. Und ja, was soll ich sagen? Das haben bereits jetzt schon nicht ein, nicht zwei, sondern Tausende von euch bereits getan. Vielen Dank an die Leute, die bereits mitgemacht haben, und es hat jetzt schon perfekt funktioniert, denn es gab tatsächlich einige, die wirklich geglaubt haben, dass Logo Geburtstag hat. Der Lukas hat Folgendes geschrieben: Hä? Logo hat Geburtstag? Na dann alles Gute. Mit 11 bzw. 11 Daumen nach oben. Ein gewisser PlatinTV Gaming hat auch Folgendes festgestellt: LOL, Logo hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Alter, boah, wir sind so böse Menschen. Dafür auf jeden Fall erstmal Self-High-Five. Das war eine großartige Aktion, die wir garantiert nochmal wiederholen werden. Kommen wir jetzt endlich zur richtigen Folge. Das hier ist unser Troll-Tower, ja. Wir haben hier Selbstschussanlagen, die ultra stark sind. Wir haben ja unsere Gravitationsfallen, deswegen sind ja auch die Schafe so abgehoben. Dann haben wir natürlich hier unsere Lava-Falle. Das heißt, wenn wir rüberlaufen, fallen wir in die Lava. So, das Problem ist, dass diese Base noch nicht zu 100% gesichert ist. Denn rein theoretisch kann man einen Tunnel graben und somit in unsere Base gelangen. Und da habe ich mir... Was macht der Luftballon auf unserer Base? Der kleine Luftballon möchte bitte von seinen Eltern abgeholt werden. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Dann gehen wir direkt mal in unsere Base, denn ich habe jetzt Folgendes geplant. Und zwar wollte ich jetzt unter meiner Base dieses Gefängnis bauen, ja? Deswegen habe ich hier schon eine Schere gecraftet. Und jetzt werden wir uns wie ein Maulwurf einfach mal hier runtergraben. Das wird jetzt eine richtig fiese Falle. Vor allen Dingen, wenn wir mit Lava spielen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Es kann sogar nachher sein, dass eventuell unsere ganze Bude abfackelt, weil ich irgendeinen Fehler mache. Ich habe hier nämlich was ganz Tolles im Vorfeld gecraftet. Und zwar gibt es hier einen Teleporter. Turm. Der ist verdammt teuer. Ich habe dafür 110 Redstone, über 1 Stack Eisen, 38 Gold, 10 Diamanten und einiges mehr habe ich dafür ausgegeben. Das Ganze zu craften hat exakt 15 Minuten gedauert. Wie so ein kompliziertes Lego-Häuschen. Das war verdammt nervig. Aber ich meine, ich bin ja auch so einer, der im echten Leben komplett falsch zusammengebaut wurde. Und deswegen kenne ich mich mit solchen Bauwerken, komplizierten Bauwerken aus. Ja, das müsste die perfekte Tiefe sein. Okay, pass auf. Ich werde jetzt als erstes mal ganz kurz den Trollturm aufbauen und dann werde ich ihn sofort erklären. Wir haben auf jeden Fall erstmal hier den Generator. Darauf müssen wir die Turmbasis setzen. Und mit Hilfe der Turmbasis können wir jetzt den Teleporter anbringen. Zack. Okay, allein die Animation ist das ja fantastisch. Ich liebe es einfach, das ist großartig. Okay, es ist wirklich ganz einfach. Folgendermaßen funktioniert das jetzt. Wir müssen mit Hilfe des Generators erstmal Energie erzeugen, und zwar mit einem Lava-Eimer. Ja, die Energie wird auf diese Turmbasis übertragen. Ups, das wollte ich nicht. Sobald hier Energie ankommt, wird dieser Teleporter aktiv und zieht jeden Mitspieler an. Und die kommen nicht mehr hier weg. Die kommen dann quasi auf diese Plattform hier. Und das in einem Umkreis von 20 Blöcken. Wie cool ist das denn bitte? Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch einen richtig coolen Namen. Ich wäre ja für Lycopas Leergutautomat, denn wir ziehen nur Flaschen an. Le Magenverstimmung. Alles, was hier drauf landet, ist ekelhaft. Wir werden das auf jeden Fall gleich noch in Action sehen. Das wird echt großartig. Ich liebe dieses Teil. Das ist wirklich so ein cooles Trollelement. Dann im nächsten Schritt werden wir das Ganze mal aktivieren. Ich brauche nur ein bisschen Lava. Lava einmal einfach hier reingeschmissen. So, jetzt wird der Trollturm, den ich mit Erde angemalt habe, mit Energie befüllt. Und der Turm ist demnach jetzt schon aktiv. Dieser Teleporter zieht bereits jetzt schon alle Mitspieler und Mobs in einem Mobs in einem Umkreis von 20 Blöcken an und die kommen nicht mehr hier weg. Damit ist unsere Base zu 110% bereits gesichert. Okay, das heißt, wir werden das Ganze hier noch stopfen und dann werden wir das natürlich mit Lava noch verknüpfen. Und dann möchte ich das wie ein Gefängnis aussehen lassen. Das heißt, wir werden gleich mit Deko-Elementen arbeiten. Wir werden fiese Ketten anbringen. Skelette werden wir aufhängen, damit sich Daniel und Loro wie zu Hause fühlen können. Das ist mit Abstand einer der coolsten Fallen, die wir je gebaut haben. Ich würde sagen, bevor wir gleich das Ganze mit Lava zudecken, würde ich das gerne erstmal testen wollen. Haben wir irgendwo einen freiwilligen Kandidaten? Haben wir nicht hier irgendwo einen Pokéball, damit wir einen Mob fangen können? Meldet sich irgendwer freiwillig oder muss ich mit meinem Ball kommen? Wir nehmen einfach so einen Schafolong
so einen Schafluftballon und werden es einfach an den ausprobieren, ja? Komm her, Schaf! Yes! Nein! Gib ihn her! Komm, er will mit dem Ball spielen. Daran habe ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Ich glaube, die silberne Gurke für diese Woche geht an Dokopa. Blöde Gravitation. Okay, da haben wir den Ball wieder. Los, Schafolon, du bist dran. Sag nicht, das Schaf hängt jetzt in der Wand fest. Hallo. Hä? Moment. Es hat funktioniert. Wie cool ist das denn? Okay, es geht einfach weg. Okay, es kann sich scheinbar befreien. Aber wenn es sich nochmal bewegt, da wird es wieder zurückgezogen. Wir werden das natürlich jetzt mit einer Lavafalle verknüpfen, sodass jeder Mitspieler, der hier draufgezogen wird, direkt verbrennt. Ich meine, Loro ist ja schon ein heißer Feger, ne? Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich hab's schon tausendmal gesagt. Okay, pass auf, wir werden das jetzt erstmal so konfigurieren, dass nur gegnerische Mitspieler angezogen werden, damit wir nicht sinnlos Energie verplempern und damit dieser Magnet nicht besetzt wird. Das ist auch wieder so eine typische Team-Gelb-Aktion, oder? Wir bauen eine Lavafalle direkt unter unserer Wallbase. Das ist so bescheuert. Wir brauchen auf jeden Fall Schilder, um die Lava aufzuhalten. 9 Schilder sollten für unsere Falle reichen. Ansonsten werde ich noch weitere craften. Als erstes müssen wir eine Mauer hochziehen. Ja, Donald Trump ist auf jeden Fall am Start. Denn die Lava kommt quasi von einer Seite. Die Lava wird dann von hier über diesen Teleporter fließen. Und mit Schildern können wir die Lava aufhalten. Ich hoffe, dass ich das richtig hinkriege. Ich werde das durch Cobblestone ersetzen, damit man das nicht so schnell abbauen kann. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben eine Mauer gebaut und Loro und Daniel werden dafür zahlen. Beziehungsweise bezahlen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Schilder anbringen. Das wird jetzt richtig cool. So, denn wenn wir jetzt hier Lava auskippen sollten, dann fließt die Lava über die Schilder. Der Teleporter bleibt weiterhin frei, sodass Loro und Daniel hier angezogen werden. Allerdings fließt die Lava direkt denen ins Gesicht, sodass diese sofort verbrennen. Lecopa und die Kammer der Weisen. Nee. Lecopa und die Kammer der Zerstörung. Allerdings ist das schon eine, im wahrsten Sinne des Wortes, viel zu heiße Angelegenheit. Denn wenn ich jetzt die Lava auskippe, dann wird doch garantiert unsere Base brennen. Das ist ja direkt unter der Wolle. Ich weiß, wie wir das Problem umgehen. Wir werden jetzt einfach mit sogenannten Colorize-Blöcken, das sind die Dinger hier, Wolle simulieren. Also sind Blöcke, die wir jetzt anmalen können. Zack, das sieht zwar so aus wie Wolle, ist aber keine. Und das Tolle ist, dieser Block ist ab sofort nicht mehr flambierbar. Das habe ich selber getestet. Das mache ich auch zu Hause mit meinen Gegenständen. Ich habe auch mein Handy schon mehrfach angezündet, weil ich testen wollte, ob das in Flammen aufgehen kann. Das habe ich mit allen möglichen Gegenständen schon probiert. Nein, bloß nicht. Das war nur ein Scherz. Okay, das heißt, wir werden das ganze Ding jetzt einfach mal durch diese Colorize-Blöcke ersetzen. Und dann sollten wir eigentlich relativ safe sein. Ich wollte sowieso nach und nach den ganzen Turm durch diese Colorize-Blöcke ersetzen, damit so ein Daniel oder Loro nicht einfach unsere komplette Base anzündet. Das ist nämlich auch noch so eine Schwachstelle eigentlich. Der Boden ist ja mega fancy. Das ist ein richtiger Disco-Boden, oder? Da können wir auch eigentlich jetzt ziemlich abtanzen. Yeah! Finden wir noch so eine passende Techno-Musik, die ich einblende. Yeah! Nice! Voll cool! Das ist genau meine Musik. Ich werde das jetzt einfach mal mit Wolle anmalen. Zack, zack. Und wie gesagt, diese Wolle ist jetzt nicht mehr brennbar. Okay, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, wenn ich jetzt die Lava auskippe. Das wäre ziemlich ungünstig. 1, 2, 3. Zack. Bitte nicht alles anfackeln. Yes! Okay, es müsste eigentlich funktioniert haben. Wie genial ist das denn? Loro und Daniel werden sowas von ausflippen. Ich meine, wir sind ja noch nicht durch, aber ihr könnt mal gerne, ich werde oben noch mal eine Umfrage einblenden. Was meint ihr? Wird Daniel oder Loro als erstes in die Falle treten? Aber das dürft ihr nicht verraten. Okay, ich werde jetzt die Falle zudecken. Zack, zack. Und da bin ich mal gespannt, wer sie auslöst. Nice! So langsam wird das die sicherste Base aller Zeiten. Folgender Fahrplan. Wir werden jetzt noch ganz kurz Deko craften. Passend irgendwie Verlies, irgendwelche Skelette. Und danach möchte ich euch noch eine richtig abgefahrene Waffe zeigen. Da craften wir noch ein paar Skelette, würde ich sagen. Und Verliesketten. Die müssen wir jetzt noch unten irgendwie anbauen. Oh, das passt. Das Auge brennt schließlich mit. Das sieht echt gut aus mit den Skeletten und den Ketten hier, ne? Ich meine, passt ja zur heutigen Folge. Wir haben ja ordentlich Kette gegeben, ne? Soviel zum Thema Dekoration. Wir sind, wie gesagt, noch längst nicht durch. Unsere Falle steht zumindest. Das ist eigentlich der erste Teil von dieser Folge. Jetzt geht's direkt weiter mit einer unfassbar starken Waffe, die wir auch ausprobieren werden. Okay, Trollo, bist du soweit? Unser Publikum wartet. Sehr verehrte Damen und Damen. Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Coppers und Trollos Zaubershow. Ja, heute habe ich wieder was ganz Tolles für euch, denn ich möchte euch zeigen, wie ich in unter einer Sekunde circa 3 Stacks Eisen abbauen kann. Ihr glaubt mir nicht? Pass auf! Alles, was ich dazu brauche, ist erstmal eine freiwillige Person aus dem Publikum. Eine Person mit einer ziemlich ekligen Visage. Gibt es jemanden, der sich freiwillig meldet? Ist hier irgendjemand? Moment, hier, da hinten. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Schön, dass Sie mitmachen. Wie heißen Sie denn? Loro, wie der YouTuber Loro. Das ist ja ein mega Zufall.
Cool. Okay, sie müssen einfach nur hier stehen bleiben und ich entferne mich jetzt 20 Blöcke und dann passiert was Großartiges. Sie werden ihren Augen nicht trauen. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Jetzt nicht bewegen. Das wird nicht wehtun, glaube ich. Volle Konzentration. Achtung, jetzt kommt es. Abracadabra. Vorsicht, Erze. Da ist ein Logo. Was haben wir denn hier gefunden? Was ist denn da los? Wie cool ist das denn bitte? Mit einem Klick haben wir, Moment, über ein Stack Eisen gefarmt, über ein Stack Kohle, fast zwei Stacks Redstone, Gold, ein Smaragd. Mit etwas Glück könnten wir sogar Diamanten bekommen und alles. Und das mit weniger als eine Sekunde. Das ist doch mal ein cooler Trick, oder? Guck mal, selbst das Publikum ist auch am Ausrasten. Natürlich ist das viel zu overpowered und ich habe diese Methode noch nie in diesem Projekt hier verwendet und ich werde sie auch nicht verwenden. Alle Items, die wir hier sehen, die ich gerade gefarmt habe, werde ich in die Lava schmeißen, weil ich das halt mega unfair finde und das ist halt total langweilig, weil ich kann einfach so viele Erze mit einem Klick generieren, wie ich möchte. Ich möchte fair spielen, ich möchte Spaß an diesem Projekt haben, deswegen werde ich diese Methode nicht verwenden und wie gesagt, die Sachen werde ich nachher noch wegwerfen, weil das wäre ja mega langweilig. Aber ich wollte euch trotzdem diese Möglichkeit einfach mal zeigen. Ich werde auf jeden Fall für die kommende Folge oder so wieder einen gemeinsamen Team Lokopa-Troll mir ausdenken. Weitere tolle Folgen, auch mit Lorus Trollfeier findet ihr direkt hier auf dem Bildschirm. Demnach vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr euch wieder für Team Gelb entschieden habt. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.